Amen. At the beginning of our studies, als wir angefangen haben, hier dieses Thema zu studieren, I introduced a concept about the three groups, habe ich ein Konzept aufgebracht über diese drei verschiedenen Gruppen, which are a representation or a symbol of God's people at the end of the world. Welche ein Symbol für Gottes Volk hier am Ende der Welt ist oder sind. Since then we've just been looking at one class of people. Seitdem haben wir bisher die Zeit nur damit verbracht, eine Gruppe uns anzuschauen. Or another way of expressing that. Oder in einer anderen Art und Weise dies auszusagen. We've just been looking at the everlasting gospel as a three-step process. Haben wir uns nur das ewige Evangelium angeguckt, wie es in drei Schritten vollbracht wird. Without giving any details of the specific group that we're discussing. Ohne jegliche Details über welche Gruppe wir eigentlich sprechen. So I just want to give an introduction. Also jetzt möchte ich hier nur eine Einführung geben. Of some information that you need as a background. Über einige Informationen, die man so als Hintergrund braucht. In order to develop the understanding about the binding off. Um das Verständnis über diese Zeit des Bindens zu etablieren. Particularly when we come to the progressive nature of the sealing. Vor allem wenn man zu dieser voranschreitenden Natur des Versiegelns kommt. So we want to begin this discussion with Psalm 77. Also möchten wir diese Diskussion jetzt hier anfangen mit oder eröffnen mit dem Psalm Kapitel 77. In Psalm 77. Und im Psalm Kapitel 77. Verse 13. Vers 13. Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Vers 14 im Deutschen, richtig? O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott? Im Englischen steht da aber, dein Weg ist in dem Heiligtum. In German it's a little different. So in the German it's one verse ahead. Also im Deutschen ist es der nächste Vers, Vers 14. So we know that the way of the Lord is through the sanctuary. Also wir wissen nun, dass der Weg des Herrn durch das Heiligtum geht. So as we consider these three groups, also wenn wir nun diese drei Gruppen betrachten, who make up God's people at the end of the world, welche Gottes Volk hier am Ende darstellen, we want to discover who they are through the symbology of the sanctuary system. Dann möchten wir entdecken, wer diese drei Gruppen sind, indem wir diese Symbolik des Heiligtums anwenden. So there are a number of places we could go to begin this study. Das sind jetzt verschiedene Orte, wo wir mit diesem Studium jetzt anfangen könnten. But we're going to look at Ezra chapter 7, verse 7. Aber wir werden jetzt hier anfangen im Ezra Kapitel 7, Vers 7. And we're going to connect this verse to Psalm 77, verse 14. Und wir werden diesen Vers in Verbindung bringen mit Psalm Kapitel 77, Vers 14. Ezra 7, verse 7 says, And there went up some of the children of Israel, and of the priests, and the Levites, and the singers, and the porters, and the Nethinims, unto Jerusalem in the seventh year of Artaxerxes the king. Where is Ezra? Wo ist nochmal der Ezra? 520. My dad gave me the page now. Ah, also Ezra Kapitel 7, Vers 7. Und da heißt es, und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten, von den Sängern und Torhütern und den Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinab im siebten Jahr des Königs Artaxerxes. So before you can begin to make application here, also bevor man nun diesen Vers hier anwenden kann, you need to be familiar with the history that's being discussed in this book. Dann müssen wir mit der Geschichte vertraut sein, die in diesem Buch behandelt wird.
The clue's given to us in verse 7 where it says the seventh year of Artaxerxes. Also dieser Tipp wird uns hier gegeben im Vers 7, wo es heißt, da ist im siebten Jahr des König Artaxerxes. We already mentioned this issue of seven kings. Also wir haben jetzt schon of the seven kings. We mentioned the issue about seven kings. Also wir haben jetzt schon dieses Thema aufgebracht der sieben Könige. When we integrate that truth with the seven thunders of Revelation 10. Und wie wir diese Wahrheit in Verbindung bringen mit den sieben Donnern aus Offenbarung 10. But we were only looking at the kings of Judah. Aber wir haben uns nur die Könige von Juda angeschaut. We know that there were seven kings of Persia. Und wir wissen aber nun auch, dass es sieben Könige von Persien gab, beginning with Cyrus, die mit Kyros anfingen. And Artaxerxes was the seventh king in that line. Und Artaxerxes war der siebte König in dieser Linie. So we know that the history of these seven Persian kings, und wir wissen, dass die Geschichte der sieben persischen Könige needs to be incorporated in our understanding of end time prophecy. Muss in unserem Gedanken oder in unserem Gedankengut über die Prophetie hier am Ende der Welt verkörpert werden. If you do a study of kings, also wenn man jetzt die Könige studiert and you begin to see these groupings of sevens, und man diese Gruppierungen der Siebenden immer sieht, you'll see that we're not only dealing with the seven kings of Judah and of Persia, dann sieht man, dass man hier nicht nur mit den sieben Königen von Juda oder Persien zu tun hat, but there are other kings that we would need to consider and bring those histories into end time prophecy. Sondern sieht man, dass es auch noch andere Könige oder Geschichten gibt, die man auch behandeln muss und sie in unsere Zeit legen muss. And I think the only way you can effectively do this, und die einzigste Art und Weise, wie ich denke, dass man dies effektiv handhaben kann, is by studying the books that I mentioned yesterday, I believe it was. Ist, indem man die Bücher studiert, die ich gestern, glaube ich, so war es, aufgebracht habe oder gesagt habe. Particularly the second book of the Conflict of the Ages series, Prophets and Kings. Im Speziellen das zweite Buch der Serie der also Propheten und Könige, der Entscheidungsserie. Danke. So in Ezra chapter 7, verse 7. Also im Ezra Kapitel 7, Vers 7. There's a lot of information here, but it identifies three groups. Da gibt's hier viel Information, aber uns werden hier drei Gruppen aufgezeigt. It identifies the class of the priests. Also uns wird hier die Priester aufgezeigt. The Levites. Die Leviten. And the Nethinims. Und die Torhüter oder auch Tempeldiener genannt. If you do a study on the priesthood, you'll see that the singers and the porters are Levites. Also wenn man if you study the priests. If you study the sanctuary system. Also wenn man das Heiligtum jetzt studiert. You'll see that when it talks about the singers and the porters that they're just Levites. Und dann wenn man die Sänger und die Torhüter studiert, dann merkt man, dass diese Leviten waren. So we have identified three groups of people here. Also haben wir hier drei Gruppen, sehen wir die hier? Who are connected to the sanctuary service. Die in Verbindung mit diesem Heiligtumsdienst stehen. So when we think about these three groups, und wenn wir über diese drei Gruppen jetzt nachdenken, we'll see that we're being shown something that's connected to the symbolic sanctuary. Also dann sehen wir, dass dies mit der Symbolik des Heiligtums in Verbindung steht. I'm just looking for a verse. If we go to Ezra chapter 8 verse 20. Also wenn wir jetzt zum Ezra Kapitel 8 Vers 20 gehen. You just want me to read it? Yeah, go ahead and read that. Und von den Tempeldienern, welche David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatten, 220 Tempeldiener, alle waren im Namen angegeben. An interesting study that you should be familiar with. Also hier gibt es jetzt ein interessantes Studium, mit dem ihr schon vertraut sein solltet. Is the number 220. Ist die Zahl Nummer 220. And its symbolic significance. Und ihre symbolische Auswirkung oder Signifikanz. So without proving it, also ohne es jetzt zu beweisen, I'm suggesting that the number 220, dann möchte ich euch hier sagen, dass die Zahl 220 is a symbol of restoration. Ein Symbol der Wiederherstellung ist. So we can see in the story of Ezra. Also wir können jetzt nun in der Geschichte von Ezra sehen. If you're familiar with the story, you would see it. Also wenn man dieser Geschichte vertraut ist, dann würde man es sehen.
that the sanctuary system is going to be restored or reestablished. Dass dieses System des Heiligtums wiederhergestellt werden sollte oder wird. And this symbol of 220 is brought to view. Und diese Zahl der zwei oder dieses Symbol des der 220 wird hier aufgebracht. In connection with the Nethinims. In Verbindung mit den Tempeldienern. Now we know that the priests and Levites. Also wir wissen, dass die Priester und die Leviten are all connected with the tribe of Levi. Alle in Verbindung mit dem Stamm Levi stehen. But the Nethinims are not Hebrews. Aber die Tempeldiener sind keine Hebräer. Their purpose in life. Also ihr Grund im Leben oder ja? Is to assist the priests and the Levites in the work of the sanctuary. Also ihre Arbeit besteht darin, diesen Priestern beizustehen oder assistieren, dankeschön, während sie am Tempel dienen, die Priester dienen am Tempel. If we go to, no, we've read it in 8:20. Also, the first few, if you read the first few words of chapter 8, verse 20. Also wenn man die ersten Verse jetzt hier in dem 20. Vers von Kapitel 8 liest. Go ahead and read that. Again? The first half, yeah. Okay, und von den Tempeldienern, welche David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatten. So it says that the Nethinims were appointed by David. Also dann sieht man, dass diese Tempeldiener von David eingesetzt wurden, to assist the Levites in their work. Um die Leviten zu assistieren, bei ihrer Arbeit zu assistieren. It's very hard to get an accurate history of who the Nethinims are. Also es ist sehr schwer jetzt genau nachzuverfolgen, wer diese Tempeldiener waren. But what we do know about them is that they were a foreign nation who were assisting in the work of the sanctuary. Aber was wir wissen ist, dass eine fremde Nation war, die hier in diesem Tempeldienst assistiert hat. And the role that they played was to draw the water and to carry the wood for the sacrifices. Und die Rolle, die sie spielten oder die Arbeit, die sie verbringen sollten, war, Wasser zu holen oder auch das Holz zu holen für die den Opferungsdienst. So we have these three groups. Also haben wir diese drei Gruppen. And these three groups are all needed to restore the sanctuary. Und diese drei Gruppen werden dazu gebraucht, um das Heiligtum das Heiligtum wiederherzustellen. The sanctuary is the temple. Also das Heiligtum ist der Tempel. A temple is a symbol of the church. Und der Tempel ist ein Symbol für eine Gemeinde. And we spoke about the 46 years of Millerite history. Und wir haben schon darüber gesprochen, über diese 46 Jahre der Milleritenzeit. Being a prophetic fulfillment of the conversation that Christ had. Dass diese Zahl eine prophetische, is it prophetic? Fulfillment eine prophetische Erfüllung ist of the conversation that Christ had über die Unterhaltung, die Jesus führte in John chapter 2 verse 20 im Johannes Kapitel 2 Vers 20 and John chapter 2 verse 20 und dort in Johannes Kapitel 2 Vers 20 is also the number 220 ist auch die Zahl 220. So there's a connection between the restoration and this 46 years. Also sehen wir hier eine Verbindung zwischen der Zahl der Wiederherstellung und der Zahl 46. Now we know that Millerite history is a type of the end of the world. Also wir wissen, dass die Zeit der Milleriten ein Typus war für die Zeit am Welt. Und in dieser Geschichte, wie die Kirche oder die Gemeinde aufgebaut wurde und auch wieder zerstört wurde, so, it will be at the end of the world. So wird es auch hier am Ende der Welt sein. So we come full circle, also wir haben jetzt hier einen vollen Kreis gemacht and hopefully that you can see, und ich hoffe, dass ihr sehen könnt, that through the sanctuary service, dass durch den Heiligtumsdienst these three groups, one, two, three, dass diese drei Gruppen, 1, 2, 3, symbolizing God's people at the end of the world, ein Symbol für Gottes Volk hier am Ende der Welt sind. And these two, und diese zwei are Hebrews, sind Hebräer and these are Gentiles. Und diese sind Heiden. Now when we make prophetic application of the end, at the end of the world, also wenn wir jetzt die Prophetie hier am Ende der Welt anwenden, these would be symbolizing our church, dann würde dies unsere Gemeinde symbolisieren, and these would be symbolizing people from Babylon. Und dies würde Leute von Babylon repräsentieren. So we have these three groups split into two sections. Also haben wir diese drei Gruppen in zwei Gruppen aufgeteilt. Now this idea of these three groups, also diese Idee nun von diesen drei Gruppen, is also found in other portions of scripture. Finden wir auch in anderen Teilen der Bibel.
Now, as God's people, aber als Gottes Volk, we've always understood, haben wir schon immer verstanden, that when judgment occurs, dass wenn Gericht aufkommt, it will occur in two steps. Dann wird es in zwei Phasen aufkommen. First the church, then the world. Erst die Gemeinde und dann die Welt. But what we have missed, aber was wir jetzt nun verpasst haben, is that when we think about the judgment that comes upon God's church, dass wenn wir über das Gericht nachdenken, was auf Gottes Volk kommen wird, it comes in two steps. Dass auch dieses in zwei Phasen kommen wird. First the priests, erst die Priester, then the Levites. Und dann die Leviten. Now we can see these two steps, und wir können nun diese zwei Schritte sehen, through a number of different structures or symbols. Und durch verschiedene Strukturen, aber auch Symbole. So perhaps the clearest way of seeing this, und vielleicht die klar deutlichste Art und Weise, dies zu sehen, is when Jesus chose his disciples, ist, wenn Jesus seinen Jüngern aufzeigt, he had them in two groups, dass er sie in zwei Gruppen hatte. Group of 12 and a group of 70. Er hatte eine Gruppe von 12 Jüngern und eine Gruppe von 70 Jüngern. But when Jesus died, aber als Jesus starb, and there were only 11 disciples left, und nur 11 Jünger übrig geblieben waren, you know that they added one more. Dann wisst ihr, dass sie noch einen hinzufügten. Matthias. Wiederherstellt somit die Zahl wieder her, die Zahl Nummer 12. And then soon afterwards, und bald danach, they added 7 deacons. Fügten sie 70 Älter oder Diakone dazu. Okay. Now at first sight, also als erstes, these numbers mean nothing. Also wenn man das als erstes so betrachtet, dann bedeuten diese Zahlen nichts. But we also know, aber wir wissen auch, that at Pentecost, dass am Pfingsten there were 120 disciples. Waren 120 Jünger dort vor Ort. What I want to start suggesting, also was ich jetzt hier anfangen möchte rüberzubringen ist, is that these numbers, dass diese Nummern, which are nothing more than symbols, oder diese Zahlen, die nichts anderes als Symbole sind, begin to show us a structure, uns eine Struktur aufzeigen, of the way that the church is going to look at the end of the world, wie die Gemeinde hier am Ende der Welt aussehen wird. In these two portions, one and two. In diesen zwei Gruppen, also 1 und 2. Now you see this breakdown in many, many places. Und wir sehen diese Aufteilung in vielen, vielen Stellen, an vielen, vielen Stellen. But perhaps the clearest place you can see is in Ezra chapter 7. Aber die wohl deutlichste Stelle ist in Ezra 7 Vers 7. Because in Ezra chapter 7 verse 9. Also im Ezra Kapitel 7 Vers 9. It gives you two dates. Haben wir dann zwei Daten. Talks about the first day of the first month, da spricht es vom ersten Tag des ersten Monats and the first day of the fifth month. Und des ersten Tag des fünften Monats. And these dates are in relationship, und diese Daten stehen in Verbindung to a call to come out of Babylon. Mit einem Ruf aus Babylon herauszukommen. You remember we spoke about the call to come out of Babylon. Und ihr erinnert euch dran, wir haben über diesen Ruf aus Babylon herauszukommen schon gesprochen. In Millerite history, which was on April the 19th. Welche in der Zeit der Milleriten stattfand am 19. April 1844. If you're not familiar with this material, und wenn ihr euch nicht vertraut mit diesem Material seid, I realize that I'm going very quickly through this, und ich realisiere, ich gehe hier sehr schnell durch, but for those of you who are familiar with this material, aber für diejenigen, die schon mit diesem Material vertraut sind, I'm just showing you the steps that you need to know before you can really be firm upon these three steps or these three groups. Dann zeige ich euch auf nur die Schritte, die ihr wissen müsst, wie man zu diesen drei Gruppen kommt. So we have April the 19th in Millerite history. Also wir haben jetzt den 19. April zur Zeit der Milleriten. This is the year 1844. Im Jahre 1844. So when you have the 19th of April, und wenn wir jetzt den 19. April haben, you need to understand that this is the first day, dann muss man verstehen, dass dies der erste Tag of the first month, des ersten Monats ist. Today we call this New Year's Day. Und heute nennen wir das dies Neujahrstag, danke. And the day before this, the 18th, und der Tag zuvor, den 18. we call this New Year's Eve. Den nennen wir das Jahresende oder im Englischen auch den Abend des Jahresende. So you have that phrase in the German, New Year's Eve? Not quite, but okay. I did it. Oder im Deutschen auch Silvester, aber
Im Englischen so deutlicher. This would be the 31st of December. Also das wäre jetzt hier der 31. Dezember. And this would be the 1st of January. Und das wäre der 1. Januar. In our calendar. In unserem Kalender. But when the Millerites were working out their calendar. Aber als die Milleriten ihren Kalender behandelten und ihn so ausarbeiteten. They integrated two calendars. Da hatten sie mit zwei Kalendern zu tun. A Hebrew calendar. Einen hebräischen Kalender. And the Roman calendar that we use. Und den römischen Kalender, den wir benutzen. And through intricate study, they realized that April the 19th was the first day of the first month. Und durch intricate. They understood. Und sie verstanden dann, dass der erste Tag des ersten Monats der 19. April ist. And on April the 19th, 1844. Und am 19. April 1844. We identified the arrival of the second angel's message. Haben wir schon aufgezeigt, dass der zweite Engel hier ankam. And we can bring this date. Und wir können dieses Datum nun into our history. In unsere Geschichte bringen. So April the 19th. Also jetzt der 19. April becomes 9/11. Wird jetzt zum 11. September. So you need to understand how you can do that. Also man muss jetzt verstehen, wie man dazu kommt. Which is why we teach. Und das ist, warum wir lehren. The Revelation 18. Das Offenbarung 18. Verses 1, Verse 1 and then verses 2 and 3, und auch Verse 2 und 3, which represent the first and the second angel's messages, welche die erste und zweite Engelsbotschaft darstellen, both occur at 9/11. Dass sie beide wir hier am 11. September sehen können oder passieren. Once you understand this truth, und sobald man diese Wahrheit verstanden hat, you can bring it into Ezra chapter 7, verse 9, dann kann man diese jetzt in Esra Kapitel 7, Vers 9 anwenden. Then you can see that the first day of the first month. Und dann kann man sehen, dass der erste Tag des ersten Monats becomes a symbol of 9/11. Ein Symbol für den 11. September wird. As much as it does the 19th of April. Und genauso ein Symbol für den 19. April 1844. Then you can do some interesting things. Pardon me? You can do some interesting things. Und man kann ein paar sehr interessante Dinge jetzt machen. Because we know that on the 10th day of the 7th month, denn wir wissen, dass am 10. Tag des 7. Monats, you will have the Day of Atonement, dass da der Versöhnungstag stattfindet. And if you check the calendar, und wenn man jetzt diesen Kalender durchschaut, and you calculate the time span between these dates, und man jetzt diese Zeitspanne berechnet zwischen diesen zwei Daten, you'll see that this is 120 days. Dann wird man sehen, dass das 120 Tage hier sind. And this is 70 days. Und dies hier 70 Tage. So as soon as you begin to see this structure, und sobald man diese Struktur nun sieht, then you know that this history here, dann weiß man, dass diese Geschichte hier is not only dealing with Millerite history, nicht nur um die Milleriten sich handelt, because this is the 22nd of October, denn dies ist der 22. Oktober 1844, and this is the 15th of August, und das ist der 15. August 1844. Then you can take this history, dann kann man diese Geschichte nehmen and bring it into our history. Und in unsere Geschichte reinlegen. Because we know, denn wir wissen, that there are two groups in Adventism, dass es zwei Gruppen im Adventismus gibt. Based upon the logic that we just had here, aufgrund gerade der Logik, die wir gerade hier angebracht haben, that there are 12 disciples and 70, dass da 12 Jünger waren und 70, 12 apostles and 7 deacons, 12 Apostel und 70 Diakone, and 120 disciples at Pentecost. Und 120 Jünger am Pfingsttag. 7 deacons. Entschuldigung, also 7 Diakone. Now you can go into the story of Noah. Und jetzt kann man in die Geschichte von Noah gehen. And we know that it took 120 years to build the ark. Und wir wissen, dass es 120 Jahre dauert, bis Noah die Arche gebaut hat. And it took 7 days for the animals to get on the ark. Und es gebrauchte die Tiere 7 Tage, um in die Arche hineinzugehen. And the story of Elijah. Und die Geschichte von Elia. There's only one prophet in the land. Und da gibt es nur einen Propheten im Land. But there are 7,000. Aber es sind 7,000. Who have not bowed down the knee. Welche sich nicht vor Baal niedergebeugt haben. So these are not coincidental numbering. Also diese Zahlen jetzt hier, wie sie vorkommen, ist nicht durch Zufall. When you integrate all of this truth into Ezra chapter 7 verse 9. Also wenn man jetzt dies alles in Ezra Kapitel 7 Vers 9 mit hineinbringt, diese ganzen Wahrheiten, you begin to see that this is teaching you a structure.
dann merkt man, fängt man an zu merken, dass dies uns eine Struktur lehrt. And it's teaching you a structure about the priests. Und es lehrt uns eine Struktur über die Priester and the Levites. Und die Leviten. The priests and the Levites are just a symbol. Und die Priester und die Leviten sind nur ein Symbol of two groups that we're identifying here who work in the sanctuary. Von zwei Gruppen, die wir hier gesehen haben, die im Heiligtum arbeiten. You don't see these two groups only identified in the book of Ezra. Also diese zwei Gruppen sieht man nicht nur im Buch von Ezra identifiziert. Hopefully you'll remember when Sister Tamina. Und ich hoffe, dass ihr euch daran erinnert, als Schwester Tamina mentioned 2 Chronicles verse chapter 29. 2. Chroniker Kapitel 29 erwähnt hat. Verses 15 to 16, I think. Die Verse 15 bis 16. And you'll see there, und man sieht dort in relationship to the sanctuary, in Verbindung zu dem Heiligtum, we have the priests and the Levites, dass wir die Priester und Leviten haben, working in two groups, die in zwei Gruppen arbeiten. And if you read carefully what's being mentioned here, und wenn man vorsichtig liest, was hier dort festgehalten wird, you'll see here, dann wird man hier sehen, that the building, dass das Gebäude of the temple is actually dealt with on the first 8 days. Und dass das Gebäude des Tempels in den ersten 8 Tagen gereinigt wird. And on the second 8 days, und in den zweiten 8 Tagen, the courtyard is being dealt with. Da wird der Vorhof gereinigt. Because the Levites weren't allowed to be in the temple. Denn die Leviten durften nicht in den Tempel hinein. So what you can begin to see here, also wenn man, was man hier jetzt anfangen kann zu sehen, is the difference between the courtyard, da sieht man den Unterschied zwischen dem Vorhof and the temple. Und dem Tempel. And then once you understand that truth, und sobald man dies dann verstanden hat, you can go into the book of Esther, dann kann man in das Buch zu dem Buch Esther gehen. And then from the book of Esther, und von dem Buch Esther, you can see that there are two feasts that are brought to view. Da sieht man, dass es zwei Feste aufgezeigt werden. The first is 180 days. Das erste geht 180 Tage. And the second is 7 days. Und das zweite 7 Tage. And as soon as you begin to see that, und sobald man dies nun sieht, you know that 180 days is 6 months. Dann sieht man, dass dann weiß man, dass 180 Tage 6 Monate sind. And then this will take you to Luke chapter 1. Und dies bringt dich dann zu Lukas Kapitel 21, which is dealing with the pregnancy of Elizabeth. Welches wo uns von der Schwangerschaft von Elisabeth berichtet wird. Im Lukas Kapitel 1. And as soon as you go to Luke chapter 1, und sobald man zu Lukas Kapitel 1 geht, you'll see that her pregnancy, dann sieht man, dass ihre Schwangerschaft is divided into 3 sections. In drei Teile unterteilt wird. 5 months and 1 month. 5 Monate und 1 Monat, which makes up the 6 months, welche die 6 Monate machen. And 5 months is 150 days. Und fünf Monate sind 150 Tage. And then the 150 days takes you to Revelation chapter 9. Und 150 Tage bringt dich zu Offenbarung Kapitel 9. So you can see I've taken you through 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 different stories. Also ihr seht jetzt, dass ich euch durch 1, 2, 3 bis zu 13 verschiedenen Geschichten hindurchgeführt habe. And if you don't clearly understand line upon line methodology, und wenn ihr nicht deutlich diese Linie auf Linie Methodologie versteht, every one of these stories mean nothing to you. Dann tun all diese Geschichten euch nichts bedeuten, sie sagen euch nichts. It's only when you have the key, es ist nur, wenn ihr den Schlüssel habt, that these truths are unlocked, dass diese Wahrheiten entschlüsselt werden. So when we come to the end of the world and we talk about two groups of in Adventism, und wenn wir hier am Ende der Welt sind und über diese zwei Gruppen im Adventismus sprechen, we've got 13 testimonies and this isn't the exhaustive. Und dann haben wir hier 13 Zeugen dafür und das ist noch nicht mal alles. There are still more that we yet to discover, and there are still more that we know. Es gibt noch mehr, die man entdecken muss, und es sind auch noch mehr da, die wir schon wissen. So I want us to have confidence. Also ich möchte euch jetzt, dass wir jetzt Vertrauen haben. That when we speak about these 3 groups, dass wir, wenn wir jetzt über diese 3 Gruppen sprechen, they are identified in the scriptures repeatedly. Dass sie in der Schrift wiederholt und wiederholt aufgezeigt werden. Now you'll notice I never mentioned the Nethinims. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich nie diese Tempeldiener erwähnt habe. But you can go to Revelation 18, verse 4. Aber ihr könnt zu Offenbarung Kapitel 18 Vers 4 gehen. And I already mentioned that you can go to the 10 tribes. Und ich habe schon erwähnt, dass ihr zu diesen 10 Stämmen gehen könnt. We have lines of evidence here. We have what? Lines of truth. Wir haben jetzt hier die
Zeugenlinie auf Linie. We have the 11th hour workers. Wir haben die Arbeiter der 11. Stunde. So we've got 1, 2, 3, 4 testimonies at least for the Nethinims. Also wir haben jetzt mindestens 4 Zeugen für hier die Tempel, für die Tempeldiener. And every single one of these stories. Und jede dieser Geschichten has a lot of detail in them that we'd all benefit if we studied them. Hat beinhaltet viele Details, die alle da hineinwirken, wenn man sie studieren würde. So this was just an introduction. Also dies war jetzt nur eine Einführung. To show you that these three groups, um zu zeigen, dass diese drei Gruppen are defendable. We can also defend them. Wir können sie verteidigen. Danke. Even though I'm just casually mentioning them in these presentations. Auch wenn ich sie jetzt nur hier so mal nebenbei erwähne in diesen Präsentationen. What I wanted to do, was ich machen möchte, but I don't think I'm gonna have time, und aber ich denke, ich werde keine Zeit dafür haben, is just take a few moments, dass ich ein paar Momente damit verbringen möchte, to demonstrate the structure of the three woes. Um die Struktur der drei Wehen zu aufzuzeigen. Remember we said that 1 + 2 erinnert euch, dass wir gesagt haben, 1 + 2 = 3. We said hurt, kill. Hurt and kill. Und wir haben gesagt, hier Schmerzen zufügen, töten und dann Schmerzen zufügen und töten zusammen. We're talking about the woes. Wir haben über die Wehe geredet. But it's much more sophisticated than that. Aber es geht noch viel significant. Es geht noch sogar viel tiefer wie das. Because we can line up the first and second woes. Denn wir können die ersten und zweiten Wehrufe actually as lines. Als Linien darstellen. And when we lay them in this fashion, und wenn wir sie so auslegen, sequentially, 1 and 2, also in Reihenfolge, we can see that 1 and 2 can be laid over 3 in a very nice way. Dann können wir sehen, dass die erste und zweite Wehe sehr schön über die dritte Wehe gelegt werden kann. It's not the only way, but it's a very good way. Es ist nicht die einzigste Art und Weise, aber es ist eine sehr gute. To open up the structure of the binding off. Um die Struktur dieses Zeitesbindens zu eröffnen oder aufzuzeigen. You really need to be comfortable. Also ihr müsst sehr vertraut sein. With how that happens. Oder ja, komfortabel damit sein, wie dies folglich passiert. Because you've seen me do this. Denn wenn ihr seht, wenn ich dies jetzt tue. The first and second angel's messages. Die erste und zweite Engelsbotschaft. Go to the third. Die bis zum dritten gehen. And I said, when you focus upon the third, und ich habe euch gesagt, wenn man sich auf den dritten konzentriert and you get closer to it, und man näher kommt, you realize that this singular line, dann merkt man, dass diese einzelne Linie is actually composed of two waymarks, dass sie eigentlich zwei Wegmarken beinhaltet. Because we learned the work of the third angel, denn wir haben gelernt, dass die Arbeit des dritten Engels isn't just a singular event, it has a number of components to it. Ist nicht nur ein einzelnes Ereignis, sondern es hat noch, beinhaltet noch mehr. And we read that first the tares, then the wheat get bound. Und wir haben gelesen, dass erst das Unkraut und dann das Weizen gebunden wird. And that's enough evidence to show you that there are two waymarks at least in this history. Und das ist genug Grund oder Zeugnis dafür, um euch zu zeigen, enough evidence to show you there are two waymarks. Um euch aufzuzeigen, dass es dort zwei Wegmarken gibt. So we have two waymarks here. Also haben wir jetzt hier zwei Wegmarken. When we consider the third step. Die wir den dritten Schritt nennen. But what I've not shown you. Aber was ich euch noch nicht gezeigt habe. Is when I'm going to call this midnight. Wenn ich das jetzt hier Mitternacht nenne. Or midnight cry. Oder den Mitternachtsruf. Is that R? Yes. I've not shown you the evidence of how to see that it's midnight to midnight cry. Aber ich habe euch jetzt noch nicht den Beweis dafür gezeigt, dass es hier Mitternacht und der Mitternachtsruf ist. And perhaps one of the nicest ways through Revelation 9 that you can do this through an understanding of the woes. Und die schönste Art und Weise ist wohl Offenbarung Kapitel 9, die Wehrufe, um dies aufzuzeigen. The reason why it's important to understand this. Der Grund, warum es wichtig ist, dies zu verstehen. Is because it lays out a structure for you. Das ist, weil es eine Struktur dir vorgibt. For the priests, für the Levites, and the 11th hour workers. Für die Priester, die Leviten und die Arbeiter der 11. Stunde.
Und wir wissen, dass Gottes Handeln mit den Menschen in jeder Generation das gleiche ist. Die Art und Weise, wie Gott mit den Menschen umgeht, ist immer das gleiche. So if I just take out these waymarks, also wenn ich jetzt diese Wegmarkierung einfach wegwische, then I'm suggesting, und ich vorschlage, if we were thinking about the priests, da schlage ich vor, dass wenn wir über die Priester nachdenken, their reform line would look like this, dann würde ihre Reformlinie so aussehen. And so would the Levites and so would the 11th hour workers. Und so auch für die Leviten und für die Arbeiter der 11. Stunde. They all look the same. Sie schauen alle das gleiche. Gleich aus. So you remember when we had these six waymarks, also wenn ihr euch erinnert, dass wir diese sechs Wegmarkierungen hatten, beginning at 1989, die am 1989 anfing, to the close of probation, bis zum Ende der Gnadenzeit, and we had four holds, und wir diese vier Halte hatten, and we also when we spoke about three groups that were being addressed, und wir haben auch darüber gesprochen, dass es hier um drei Gruppen gibt, um die es gibt, the earth, geht, the sea and the trees, die Erde, das Meer und die Bäume. And now we're looking at the priests, the Levites and the 11th hour workers. Und jetzt schauen wir uns die Priester, die Leviten und die Arbeiter der 11. Stunde an. You can see that we have to integrate this line. Dann kann man sehen, dass man diese Linie nehmen muss with this line und sie mit dieser zusammenbringen muss and get it to work for three groups of people. Und sie es so machen muss, dass man sie auf drei Gruppen anwenden kann. And as I said, the first clue to do that would be through Revelation 9. Und wie ich schon bereits gesagt habe, der erste Weg, dies zu tun, wäre Offenbarung Kapitel 9. But we're not going to do that because of lack of time. Aber wir werden dies nicht tun, denn wir haben nicht genug Zeit. So what we're going to be looking at in the coming presentations, also was wir uns nun in den aufkommenden Präsentationen tun werden, is when we consider this line, dass wenn wir uns diese Linie anschauen, we have 9/11, midnight, midnight cry and Sunday law, und wenn wir hier dann das 11. September Mitternacht, Mitternachtsruf und Sonntagsgesetz haben, how are we going to imprint on this line here, dann how? Yeah. Dann wie können wir diese Linie jetzt hier drauflegen? The following model. Mit diesem folgenden Modell oder diesem looks Modell. Like this. Das so aussieht. So we want to get this, also möchten wir nun dies hier and imprint it over this, und hier möchten wir es drüber legen. And we have to do this three times. Und wir müssen das dreimal machen. For the priests, für die Levites and the 11th hour workers. Für die Priester, die Leviten und die Arbeiter der 11. Stunde. So that's what we're going to be doing in the closing presentations. Also das ist nun, was wir in den folgenden Präsentationen tun werden. As we do that, und während wir dies tun, we'll draw many conclusions, werden wir viele Rückschlüsse ziehen können, which hopefully should be an encouragement to you. Von denen ich hoffe, dass sie euch Mut machen werden. Sorry, my computer went funny. We were in on page 7. Also wir waren jetzt auf Seite 7 im Handbuch. And we read Matthew 13 at the top of the page, verses 24-30. Und wir haben jetzt hier auf der Seite 7 Matthäus 13, die Verse 24-30 schon gelesen. So from this point onward, also von diesem Zeitpunkt nun an, I'm going to freely use, werde ich jetzt nun frei heraus benutzen, the waymarks of midnight, midnight cry, Sunday law and close of probation, werde ich jetzt die Wegmarken Mitternacht, Mitternachtsruf, Sonntagsgesetz und Ende der Gnadenzeit frei benutzen, interchangeably, ja, so auswechselbar, danke. So you can see that I already said that this was midnight, und ich habe, wie ihr seht, ich habe schon gesagt, dass dies Mitternacht ist, a midnight cry, und der Mitternachtsruf. But it can also represent other events as well. Aber es kann auch andere Ereignisse repräsentieren. So depending on the group that we're dealing with. Kommt darauf an, über welche Gruppe man spricht. Will determine what the waymarks we will place on this line. Wird jetzt dann determine again. Wird dann entscheiden, welche Linie oder wo wir die Linie setzen, zu welcher Gruppe wir sprechen. So we're looking at the priest at the moment. Also wir schauen uns jetzt erst hier die Priester an. This is the line for the priests. Also das ist jetzt die Linie für die Priester. So when it says in verse 30, first the tares,
Okay, wenn es jetzt nun im Vers 30 er sagt, erst das Unkraut, this is the beginning of the binding off, dann ist dies das Anfang des Zeit des Bindens. Therefore, this will occur at midnight. Deswegen wird dies am Mitternacht, um Mitternacht geschehen. So that's one thing that we want to really begin to understand. Also das ist jetzt was wir wirklich anfangen wollen zu verstehen. That at midnight, dass um Mitternacht, the wheat and the tares begin to be separated. Dass der Weizen und der Unkraut angefangen wird getrennt zu werden. And we've already identified that this is the time period of the harvest. Und wir haben schon gesagt, dass dies die Zeitperiode der Ernte ist. Now I don't think we've yet read a passage. Und ich denke, wir haben noch nicht ein Zitat gelesen, that deals with the church militant. Das um die kämpfende Gemeinde handelt. And its relationship to the church triumphant. In Verbindung zu der siegreichen Gemeinde. But what we're going to see, aber was wir sehen werden, is that here at midnight, dass hier um Mitternacht, when the tares, wenn das Unkraut of the priests, oder die Priester separate, getrennt werden, that we move from the church militant, dass wir von der kämpfenden Gemeinde to the church triumphant, zu der siegreichen Gemeinde weitergehen oder ja, uns voranbewegen. In dieser Geschichte hier. This is when that change happens. Das ist, wenn diese Umwandlung hier passiert. The definition, also die Definition of the church militant, der kämpfenden Gemeinde is a church that's composed of wheat and tares, ist eine Gemeinde, die Unkraut und Weizen beinhaltet. Or wise and foolish. Oder auch weise oder töricht. And the definition of a church triumphant, und die Definition der siegreichen Gemeinde is a church that's composed only of wheat, dass diese Gemeinde nur aus Weizen besteht. So, when we understand these definitions, und wenn wir diese Definierungen verstehen, we'll see how they impact these two classes, the Levites and the 11th hour workers. Dann werden wir sehen, wie diese eine Auswirkung auf diese zwei Gruppen, die Leviten und die Arbeiter der 11. Stunde hat. When they join this movement, wenn sie in diese Bewegung hineinkommen. So in verse 30, when it says first the tares, und im Vers 30, wenn es nun jetzt heißt zuerst das Unkraut, you can mark in your Bible or in your notes at midnight. Dann könnt ihr in eurer Bibel so notieren, um Mitternacht. And put a little P next to it, und ein kleines P nebendran schreiben, represents the priest, welches die Priester now repräsentiert. When these tares leave, also wenn nun dieses Unkraut jetzt weggeht, they're not gonna joyfully just go with happiness. Die werden jetzt nicht einfach nur so freudig weggehen, they're gonna come under strong delusion, sondern sie kommen unter schwere Täuschung. A problem with human nature, ein Problem mit der menschlichen Natur, is that everybody thinks they're right. Ist, dass jeder denkt, er hat recht. We all think we know and understand things. Wir alle denken, wir verstehen Dinge und haben recht. And when someone crosses our will, und wenn jemand unseren Willen so kreuzt, we end up normally getting upset or objecting in some way. Dann widerstehen wir denen oder werden wütend. So when the circumstances that surround the midnight, und wenn die circumstances, Umstände um Mitternacht force the tares to separate or leave, dieses Unkraut nun zwingt, wegzugehen, often we use this language that says that the tares leave, dann benutzen oft diese Sprache, dass dieses Unkraut weggeht, but it's not going to look like the following, aber es wird nicht folgend aussehen. It's midnight and we're in a meeting like this. Es ist Mitternacht und wir sind in so einem Seminar. And I say something. Und ich sage etwas. And a group of you get upset and leave the room. Und eine Gruppe von euch wird nun wütend und geht aus dem Raum heraus. And I say, look, the tears just all left. Und ich sage, schaut, das Unkraut hat gerade den Raum verlassen. Because they didn't like the message that I was preaching. Weil sie die Botschaft, die ich gepredigt habe, nicht gemocht haben. And all the people that remain seated are the wheat. Und all das, die Leute, die jetzt hier sitzen bleiben, die sind dann der Weizen. You know, sometimes we have these wrong concepts. Manchmal haben wir dieses falsche Verständnis, when the spirit of prophecy says, dass wenn der Geist der Weissagung sagt, the sinners in Zion will be sifted out, die Sünde in Zion wird ausgesiebt werden, the people that I see being disfellowshipped from the church are people on this message. Dann sind die Leute, die von der Gemeinde ausgeschlossen werden, sind Leute, die in diese Botschaft verteidigen.
the fulfillment of that prophecy und die Erfüllung dieser Prophezeiung doesn't look like what you may think it should look like. Sieht vielleicht nicht so aus, wie ihr denkt, dass es aussieht. This church structure is going to remain intact. Diese Struktur der Gemeinde wird intakt bleiben. Babylon isn't going to come to Maryland and destroy our buildings. Babylon wird nicht kommen nach Maryland und unsere Gebäude herniederreißen. This is a spiritual or symbolic destruction of the church. Dies ist eine symbolische Zerstörung der Gemeinde. And the Bible says that there's the outcasts of Israel. Und die Bibel sagt, das sind die Ausgestoßenen Israels. Those outcasts of Israel are God's people who believe this message. Und die Ausgestoßenen von Israel sind die Leute, die diese Botschaft glauben. The word outcast means someone who's thrown out. Und dieses Wort ausgestoßen bedeutet, dass jemand rausgeworfen wurde. But the spirit of prophecy says the sinners will be sifted out. Aber der Geist der Weisung sagt, dass die Sünder ausgesiebt werden. Many of us need to rethink. Viele von uns müssen überdenken. The picture that we have of end time prophecy. Müssen das Bild, das wir über die Endzeitprophetie haben, überdenken. Because it's looking different than you might imagine. Denn es kann anders aussehen, wie du es dir vorstellst. And I already suggested one of the reasons for this. Und ich habe schon vorgeschlagen, dass ein guter Grund dafür ist, is because when we read, dass wenn wir lesen, we misread. Dass wir misslesen. It's a problem that Adventists have. Das ist ein Problem, das die Adventisten haben. And we got that habit from our fathers. Und wir haben diese Gewohnheit von unseren Vätern. Because when Christ came, they did the same thing. Denn als Christus kam, taten sie dasselbe. Ellen White says they were without excuse. Schwester White schreibt, dass sie ohne Entschuldigung sind. To understand all the characteristics of the Messiah. Diese Charaktereigenschaften des Messias zu wissen. Because they misread the scriptures. Es kam nur, weil sie die Schrift misslesen oder falsch verstanden, falsch auslegen. So I've quoted 2 Thessalonians chapter 2 verses 9 to 12. Also ich habe jetzt hier den 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 9 bis 12. We won't read the verses. Wir werden sie jetzt nicht lesen. Because you're very familiar with them. Denn ich denke, ihr seid sehr vertraut mit diesen Versen. There's going to be strong delusion that comes upon God's people. Da wird es starke Täuschung geben, die über Gottes Volk kommt. And this is identifying the tares at midnight. Und dies identifizieren das Unkraut um Mitternacht. They're going to genuinely believe that they are on the right side of this issue. Sie werden allgemein glauben, dass sie auf der richtigen Seite des Problems stehen. And this delusion. Und diese Täuschung will then pass from the priest to the Levites to the 11th hour workers. Wird dann von den Priestern auf die Leviten gehen und dann aber auch auf die Arbeiter der 11. Stunde. Think about these three groups, they all come under a delusion. Und wenn wir über diese drei Gruppen nachdenken, dann sehen wir, dass sie alle einer Täuschung unterliegen werden. Because in each of these three groups, denn in all dieser drei Gruppen, you have wheat and tares in each one. Haben wir Weizen und Unkraut in jeder einzelnen. And those tares, und dieses Unkraut, they're not going to sit back and just let everything happen. Sie werden sich jetzt nicht zurücklehnen und alles so passieren lassen. They're not going to passively accept these rebukes. Sie werden nicht nur passiv diese Beschuldigung sich über sich ergehen lassen. They're going to develop their own understanding. Sie werden ihr eigenes Verständnis entwickeln. Of how things should be and what they should look like. Wie die Dinge laufen sollten. Now we've spoken about these three groups. Und wir haben jetzt über diese drei Gruppen gesprochen. And you can see that there's an order. Und ihr könnt sehen, dass es dort Ordnung gibt. Simplest way to understand is it first that judgment comes upon the church, then the world. Und die einfachste Art und Weise, dies zu verstehen, ist, dass die Strafe oder das Gericht erst auf Gottes Volk kommt und dann auf die Welt. So at this juncture it's appropriate. At this moment. An diesem Moment nun. It's appropriate for us to just reiterate the point about public evangelism. Es ist angebracht, den Punkt von öffentlicher Evangelisation anzubringen. Because when we think about public evangelism, denn wenn wir über die öffentliche Evangelisierung nachdenken, we're thinking about addressing and pulling in these 11th hour workers. Dann denken wir darüber nach, diese Arbeiter der 11. Stunde hereinzuziehen. Today, heute, from 9/11, vom 11. September, being in this church is dangerous. Seit dem 11. September in dieser Gemeinde zu sein, ist gefährlich. It's not a safe place to be in the church. Ist nicht sicher in dieser Gemeinde zu sein.
And it's a foolhardy purpose. It's foolishness. Und es ist blöd. To try and bring people into a dangerous situation. Es ist vollkommener Unsinn, die Menschen aus der Welt nun in die Gemeinde hineinbringen zu wollen. In so eine Situation hineinbringen zu wollen. Just understand it at that level, und wenn man das nur auf dieser Ebene verstehen kann, you would understand the reason why we discourage public evangelism. Ist, warum wir so lernen, dass wir diese öffentliche Evangelisation ablehnen. There's 18 million people in this church. Es gibt 18 Millionen Menschen in dieser Gemeinde. And this church is going to be destroyed. Und diese Gemeinde wird zerstört werden. So why would you want to bring people into a church that's just about to be destroyed? Also warum würden wir nun Menschen reinbringen wollen in diese Gemeinde, die zerstört werden? That destruction is not just symbolic. Diese Zerstörung ist nicht nur symbolisch. Because there will be bloodshed. Weil es da auch Blutvergießen geben wird. If you understand these truths, und wenn ihr diese Wahrheiten versteht, why would you want to bring somebody into this dangerous situation? Warum würdet ihr so jemanden einer Gefahr auslegen wollen oder so reinbringen würden? Jesus warned us of this. Jesus warnte uns davor. In Luke chapter 21. In Lukas Kapitel 21. Verse 21. Vers 21. You go ahead and read that. Okay. Also Lukas Kapitel 21, Vers 21. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer in seiner Mitte ist, in Jerusalem. Der ziehe fort aus ihr und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. So this is another piece of foundational truth that we need to understand. Also dies ist jetzt eine weitere grundlegende Information, die wir verstehen müssen. In order to make a correct application of what we're discussing today. Um eine richtige Anwendung von dem zu machen, was wir heute hier besprochen haben. So without spending too much detail in this verse. Also ohne jetzt zu viel Details anzuschauen in diesem Vers. I just want to do a small picture. Dann möchte ich hier nur ein kleines Bild malen. This is Judea. Dies ist Judäa. And this is Jerusalem. Und hier ist Jerusalem. And it says, if you live in Jerusalem, und es heißt, wenn du in Jerusalem lebst, you need to flee. Dann musst du fliehen. And if you live in Judea, und wenn du in Judäa lebst, you need to flee. Dann musst du auch fliehen. Now, these are symbols, also dies sind hier Symbole, particularly Jerusalem, vor allem Jerusalem, of the church, von der Gemeinde, the SDA church, die Siebenten-Tags-Gemeinde, at the end of the world. Am Ende der Welt. And we didn't read all the verses that come before this. Und wir haben jetzt nicht die zuvor folgenden Verse gelesen. But it's dealing with the sign. Aber es handelt sich hier um ein Zeichen. The sign that arrived in AD 66. Und dieses Zeichen kam auf 66 Jahre nach Christus. I think we're all familiar with this sign. Also im Jahre 66 nach Christus. Und ich hoffe, wir sind alle mit diesem Zeichen vertraut. AD 66. Im Jahre 66 ist 9/11. Ist der 11. September. When you realize that, und wenn man das realisiert and you see the sign, und man dieses Zeichen sieht, then if you're in the church, dass wenn du in der Gemeinde bist, you need to leave. Dann musst du gehen. Now remember, aber jetzt erinnert euch, everything at the end of the world, dass alles am Ende der Welt is symbolic. Ist symbolisch. So when I talk about leaving the church, also wenn ich jetzt darüber rede, die Gemeinde zu verlassen, I don't mean physically or bodily. Dann meine ich das nicht körperlich oder buchstäblich. You physically remain in the church. Du bleibst physikalisch, also körperlich in der Gemeinde. But the church has entered into spiritualism from 9/11. Aber die Gemeinde ging ein in den Spiritismus am 11. September, seit dem 11. September. You can see that on a number of prophetic stories. Das kann man durch viele verschiedene prophetischen Geschichten sehen. But they did this in real life. Aber sie taten das auch im realen Leben. When they went into spiritual formation. Als sie die geistliche Formierung annahmen. This was a new committee at the general conference level. Das, it was a new committee that was formed. Und es wurde ein neues Komitee gewählt in der bei der Generalkonferenz. At the very highest level of the church. Im höchsten Level der Gemeinde. And you can read up about that. I'm sure most of you are familiar with this story. Und ich glaube, die meisten von uns sind hier vertraut. Man kann da sogar drüber lesen. So the fleeing from Jerusalem. Also dieses Fliehen aus Jerusalem. Is the fleeing from this error that's been
taught in the church from 9/11 onwards. Ist ein Fliehen von diesem Irrtum, der seit dem 11. September in der Gemeinde gepredigt wird. It's a fleeing from false doctrines. Es ist ein Fliehen vor dem falschen Lehr, vor der falschen Lehre. But what did the verse teach us? Aber was hat uns dieser Vers beigebracht? Let them which are in Judea flee to the mountains. Lass die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. These are not literal mountains. Das sind keine buchstäblichen Berge. Let them which are in the midst of it depart out. Und der, wer in der Mitte ist, der zieht aus von ihr. That's Jerusalem. Das ist Jerusalem. And then the bit that I want to focus on. Und wo ich mich jetzt konzentrieren möchte. Is it says, let not them that are in the countries enter thereinto. Und wer auf dem Lande ist, der gehe nicht hinein in sie. Here's a country. Also hier haben wir jetzt ein Land. This country. Dieses Land. It says. Sagt. Don't let them. Lasst sie nicht. So you're supposed to put a barrier here. Also man muss hier jetzt eine Barriere it aufziehen. Says, don't let them come in. Also sagt, lasst sie nicht hineingehen. These countries. Also diese Länder. Are a symbol of the world. Sind ein Symbol der Welt. From 9/11. Vom 11. September an, we should be putting a barrier up, hätten wir eine Barriere aufziehen sollen, and stopping people from coming into this church. Um Menschen davon abzuhalten, in die Gemeinde hineinzukommen. And every time we try to do that, und jedes Mal, wenn wir versuchen, dies zu tun, people throw stones at us, dann schmeißen Menschen mit Steinen nach uns. Thinking that we're going against the word of God. Und sagen und sie denken, dass wir gegen das Wort Gottes angehen. Because they don't understand how to interpret the Bible correctly. Denn sie verstehen nicht, wie man die Bibel korrekt interpretiert. And you can only do this. Und man kann das nur tun. Once you place things on lines. Wenn man Dinge auf eine Linie platziert. Without doing that. Und ohne dies zu tun. You're in a sea without a compass or a map. Dann ist man auf dem Meer ohne eine Karte oder einen Kompass. Christ Object Lessons. Christi Gleichnisse. Paragraph 7.1, page 7. Also Zitat 7.1. Christ servants are grieved as they see the true and false believers mingled in the church. Es schmerzt die Diener Christi, wahre und falsche Glieder in der Gemeinde vermischt zu sehen. They long to do something to cleanse the church. Sie möchten etwas zu tun, um die Gemeinde zu reinigen. Like the servants of the householder, they are ready to uproot the tares. Gleich den Knechten jenes Menschen sind sie bereit, das Unkraut auszureißen. But Christ says to them, aber Christus sagt, no. Nein. Let both grow together until the harvest. You have to continue. Lass beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Okay, so here we're seeing. Also hier sehen wir nun, that they're both going to grow together. Dass sie beide miteinander aufwachsen werden. So here they are together. Also hier sind sie jetzt zusammen. Until the harvest. Bis zur Ernte. We saw that the tares were separated first. Also wir haben gesehen, dass das Unkraut als erstes getrennt wurde oder then, abgetrennt wurde. Then the wheat. Dann das Weizen. Therefore this. Darum ist dies hier. Is marking the harvest. Die Ernte. So we've now defined the third angel. Also nun haben wir den dritten Engel definiert. The binding off, die Zeit des Bindes. The conclusion or the finishing of a work, oder das Abschließen einer Arbeit. Is the harvest. Als die Arbeit, als die Ernte definiert. And they're supposed to remain together until that point. Und beide verbleiben zusammen bis zu diesem Punkt. Now we don't want to miss something that's interesting here. Also wir möchten hier jetzt nicht etwas verpassen, was sehr interessant ist. You remember I mentioned earlier. Aber wie euch vielleicht erinnert, was ich schon vorher gesagt habe. People struggle with the idea that these servants are human beings. Dass Menschen Probleme damit haben oder Schwierigkeiten haben zu verstehen, dass diese Knechte menschliche Wesen sind. And they want to identify them as angels. Und sie möchten sie als Engel darstellen. But let's read the first sentence. Aber lasst uns den ersten Satz hier lesen. Christ's servants are grieved as they see the true and false believers mingled in the church. Es schmerzt die Diener Christi, wahre und falsche Glieder in der Gemeinde vermischt zu sehen. They long to do something to cleanse the church. Sie möchten etwas tun, um die Gemeinde zu reinigen. These servants, gleich den Knechten, are church members. Also diese Knechte sind Gemeindemitglieder. If you're not confident of that, also wenn ihr kein Vertrauen da reinsetzt,
Let's read the next paragraph. Dann lasst uns den nächsten Paragraphen lesen. Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church. Christus hat klar und deutlich gelehrt, dass solche, die in offener Sünde beharren, von der Gemeinde getrennt werden müssen. But he is not committed to us. Aber er hat nicht uns aufgetragen. That us, dieses uns, are the servants of the parable. Sind die Knechte des Gleichnisses. Are the servants who live in God's church, they're human beings. Das sind die Knechte in Gottes Gemeinde, sie sind menschliche Wesen. It says that he has not committed to us the work of judging character and motive. Es wird hier gesagt, er hat uns nicht aufgetragen, über Charakter und Beweggründe zu urteilen. I don't want to read all this passage, but go ahead and read this. Also ich möchte jetzt nicht das ganze Zitat lesen, aber das könnt ihr in eurer eigenen Zeit tun. Because she begins to explain why that is the case. Denn sie wird hier aufzeigen, warum dies der Grund ist. That we might make a mistake. Dass wir einen Fehler begehen könnten. That we can't judge character. Dass wir keinen Charakter richten können. Second from the last sentence. Und der zweite letzte Satz, also vorletzte Satz. Begins with man. Man judges from appearance, but God judges the heart. Da heißt es, der Mensch urteilt nach dem Schein, aber Gott sieht das Herz an. Now I want to contend. Und was ich jetzt sagen möchte, that in this message, dass in dieser Botschaft, if it's a settling into the truth, both intellectually and spiritually, wenn es ein Einprägen oder ein Festsetzen in der Wahrheit, beides intellektuell, aber auch geistlich ist, that term spiritually, dass diese Bezeichnung geistlich is the heart. Das Herz darstellt. They're synonymous terms. Sie sind Synonyme. Ellen White uses this symbology of the heart. Also Ellen White benutzt die Terminologie des Herzes under different synonyms in her writings. Unter verschiedenen Synonymen in ihren Schriften. But when it talks about spiritually, it's talking about heart work. Aber wenn sie geistlich dies anwendet, dann meint sie damit diese Herzensarbeit. So when we think about a human being, also wenn wir jetzt über ein menschliches Wesen nachdenken, not being able to judge the heart, dass es nicht möglich ist, das Herz zu richten, we agree that they can't. Und wir haben zugestimmt, dass sie nicht können. But the people that are being identified here, aber diese Menschen, um die es hier geht, are the three angels, sind die drei Engel. Particularly the third. Im Speziellen der dritte. Now we could go through this study, but it becomes a circular argument. Also wir könnten jetzt hier studieren, aber es wird wie so ein Kreis. Because the third angel has the capability to discern what's in the heart. Ein Argument, dass es so im Kreis rumgeht, weil der dritte Engel hat die Möglichkeit festzustellen, was im Herzen vor sich geht. The third angel has a message. Der dritte Engel hat eine Botschaft. That message is the same as the first and second. Und diese Botschaft ist die gleiche wie das des ersten und des zweiten. And it's the message itself that discerns what's in the heart. Und es ist die Botschaft selber, die aufzeigt, was im Herzen vor sich geht. And you can't get away from the fact that this message is delivered by human beings. Und man kann von diesem Fakt nicht wegkommen, dass diese Botschaft durch Menschen weitergegeben wird. But the reason we're picking up this passage, und der Grund, warum wir dieses Zitat hier auswählen, is not to address that point, but another point. Ist nicht nur, um diesen Punkt festzuhalten, sondern einen anderen aufzuzeigen. It's the last sentence that we want to understand. Es ist der letzte Satz, den wir verstehen wollen. The tares and the wheat are to grow together until the harvest. Das Unkraut und der Weizen sollen zusammenwachsen bis zur Ernte. And the harvest is the end of probationary time. Die Ernte aber ist das Ende der Gnadenzeit. So here's probationary time. Also hier haben wir jetzt Gnadenzeit. And here it's ended. Und hier ist sie zu Ende. The end of probation. Das Ende der Gnade. Before we close, also zuvor wir jetzt nun abschließen, we just want to pick up one point. Dann möchten wir noch einen Punkt aufbringen. There are people, es gibt Menschen, that I come across on a regular basis, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, that think, dass sie denken, somewhere between 9/11 and the close of probation, denken, dass es irgendwo zwischen dem 11. September und dem Ende der Gnadenzeit, this brother's probation closed here,
dem sein Bruder hat hier die Gnadenzeit ist abgeschlossen gewesen. Then this sister's here. Dann hier von der Schwester. And so it goes on. Und so geht es weiter. And so people will say, und so werden Menschen sagen, I wonder if my probation's closed. Ich wundere mich, ob meine Gnadenzeit schon vorüber ist. Because when I woke up this morning, denn als ich diesen Morgen aufgewacht bin, I wasn't feeling very happy. Da habe ich mich nicht sehr glücklich gefühlt. I had a cloud over my head. Da war so eine Wolke über meinem Kopf. I felt spiritually low. Und ich habe mich geistig so unten gefühlt. Surely the Lord's not with me. Sicherlich der Herr ist nicht mit mir. I wonder if my probation's closed. Und ich wundere mich, ob meine Gnadenzeit schon vorüber ist. So what I want to show you, also was ich euch nun jetzt zeigen möchte, based upon everything that we've spoken about, aufgrund was wir jetzt bereits schon alles gesagt haben, if you're on this journey beginning at 9/11 here, dass wenn du auf dieser Reise dich begibst, die seit dem 11. September anfing, that you're a virgin, dass du eine Jungfrau bist, whether you're wise or foolish, egal ob du weise oder töricht bist, it doesn't matter which, es ist egal welch, your probation hasn't closed. Deine Gnadenzeit ist noch nicht zu Ende. Everybody's being tested. Jeder wird getestet. And it's here at the harvest that probation closes. Und es ist hier an der Ernte, wo die Gnadenzeit aufhört. So in language that you're probably more familiar with. Und in einer Sprache, die euch vielleicht mehr vertraut ist. It's here. Es ist hier. That the books are opened. Dass die Bücher geöffnet werden. And here's my name. Und hier ist mein Name. Your name is called up here. Also hier wird dein Name aufgerufen. Not before the harvest or the end of probation. Also nicht zuvor oder am Ende der not before. Not before. Also nicht vor dem vor der Ernte. Entschuldigung. We're going to develop this concept. Und wir werden dieses Konzept auch noch weiter ausbauen. That when we think about this line here, dass wenn wir über diese Linie nachdenken, what we've spoken about, was wir schon drüber gesprochen haben, in this history here, dass in dieser Geschichte hier, is only dealing with the first class or first group of people. Es sich nur um die erste Gruppe handelt. So, this is a cheering message. Also dies ist eine erfreuliche Nachricht. Because there's still time. Denn es gibt immer noch Zeit. But it's not too cheering, aber es ist nicht zu erfreulich. Because I've got more to say about this, denn ich habe noch mehr darüber zu sagen. Which may take the smile off your face. Welches vielleicht das Lächeln von euren Gesichtern nehmen wird. Because it's dealing with question number two. Denn hier geht es um die Frage Nummer zwei. But aber, this line, aber diese Linie hier is exactly the same for the three groups. Ist für jede Gruppe, alle drei Gruppen die gleiche. For the priests, they all close their probation during the third message. All die Priester enden ihre Gnadenzeit hier während der dritten Botschaft. And it will be the same for the Levites. Und es wird das gleiche für die Leviten sein. And the same for the 11th hour workers. Und auch das gleiche für die Arbeiter der 11. Stunde. But their third step, aber deren dritter Schritt, comes later along in the line. Kommt erst später in der Linie. Now this is new light. Also dies ist nun neues Licht. It's only 12 to 15 months old. Es ist nur 12 bis 15 Monate alt. You might think that you're comfortable with this. Und ihr denkt, ihr seid vielleicht sehr vertraut und schon komfortabel damit. In the English there's a saying, it says familiarity breeds contempt. Also im Englischen gibt's so ein Sprichwort, das heißt Vertrautheit atmet bringt Versuchung. Is that a saying you have? Mm-hmm. No. Not really. When you become familiar with these truths, also wenn wir jetzt mit diesen Wahrheiten vertraut werden, we tend to take them for granted. Dann danke, dann nehmen wir das als selbstverständlich. If you think of 18 million people, also wenn wir jetzt über 18 Millionen Menschen nachdenken, and if you think almost 100% of the leadership, und wir fast die 100% der Leiterschaft, nobody would agree with what we've just spoken about in the last 30 minutes. Würde fast niemand all dieser Leute mit dem übereinstimmen, was wir die letzten 30 Minuten hier gesagt haben. So if you see light in this, also wenn du jetzt Licht da drin siehst, you should be thinking of the great privilege that you are in now. Dann solltest du dir bewusst sein über dieses große Privileg, was du hier hast. Not the privilege of just being here and having the opportunity to hear. Nicht nur das Privileg, dass du hier sein kannst,
But the privilege of actually accepting these truths. Sondern dieses Privileg, diese Wahrheiten anzunehmen. In our next presentation, we want to develop this idea a bit more. Und in unserer nächsten Präsentation werden wir dieses this concept? Yeah. Ja, werden wir dieses Konzept noch ein bisschen ausbauen. Let's close in with prayer. Lasst uns mit einem Gebet abschließen. Heavenly Father, himmlischer Vater, we thank you for your goodness and mercy. Wir möchten dich für deine Gnade danken. Your watch care over your people. Und über deine Fürsorge. Father, we know why you chose us. Herr, wir wissen, warum du uns auserwählt hast. Because from the beginning of the world, denn schon von Anfang an der Welt, you had everything planned out. Hast du schon alles ausgeplant. So you chose us for a purpose. Also hast du uns ausgewählt aus einem Grund. Now, Father, we may think that we're unworthy. Herr, und wir möchten denken, dass wir es nicht wert sind. But we should not go against your will. Aber wir sollten nicht gegen deinen Willen angehen. The reason why we're here, der Grund, warum wir hier sind, is because you see that we're worthy. Ist, weil du weißt oder siehst, dass wir es wert sind. Let us not listen to the whisperings of Satan. Lasst uns nicht dem Flüstern Satans Gehör schenken. When he tells us that we're unworthy to be called the sons of God. Herr, wenn er uns sagt, dass wir würdig sind, die Söhne Gottes zu sein. And even though it doesn't appear, und auch wenn es so aussieht, that we are the sons of God, dass wir die Söhne Gottes sind, we know by and by, dann wissen wir, we will be changed into your image. Dass nach und nach wir in dein Bild verändert werden. We hold on to that promise. Wir halten an dieser Verheißung fest. Through Jesus' blood. Durch Jesus sein Blut. Amen. Amen.